Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem neuen Video über die Regenbogen, über das Regenbogen-Event. Und wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, welche Sachen es für euch zu holen gibt. Es gibt für euch den Terrier zu holen und auch noch diese Mütze, die ich ja auch hier auf meinem Charakter habe. Und da war jetzt natürlich auch immer wieder die Frage, und ich werde gerade mal ein bisschen mich näher zur Kamera bewegen. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen näher rankommen. So. Und es war nämlich bisher aber die Frage, ja, wie viel braucht man eigentlich, wie lange dauert das Ganze denn? Und da habe ich auch wieder ein paar Informationen bekommen. Und da auch nochmal vielen lieben Dank an Wally, die mir das geschickt hat. Denn es ist im Endeffekt so, dass man ja ein paar bestimmte Items bekommt zu einer bestimmten Menge an Gold, die man abgegeben hat dann. Und wie sieht das eigentlich aus? Das Regenbogental ist aber sehr dunkel aus gerade. Das ist doch bestimmt gerade nicht so ganz richtig, denn ich habe außen die Zeit nicht mal verändert. So, machen wir es aber so. Und was bekommt ihr eigentlich von dem ganzen Regenbogen? Als erstes habt ihr ja diesen wunderbaren, unnützen Stein. Und danach geht es los mit 100 Pferde-XP, 100 Jorvik-Schillingen, Tee mit Milch, 100 Pferde-XP, Heu, 100 Jorvik-Schillinge, Zimtschnecke, dann nochmal 100 XP und danach bekommt ihr dann den Hut. Also nach 10 Gegenständen bekommt ihr den Hut. So wie ich es euch auch schon einmal erwähnt habe, doch, Gottes Willen, bekommt ihr dann nämlich den Hut. Also nach genau 70 Sachen, denn nach 10 Mal Einlösen benötigt ihr insgesamt dann 70 Mal Regenbogengold. Denn ihr braucht ja immer 7 Stück zum Einlösen. Soweit aber so gut. Star Stable sagte ja auch selber, dass es ein bisschen schwieriger ist, denn der gute Kobold ist ein wenig geizig. Und da kann man nicht unbedingt darauf schließen, wie lange es dauert, bis man dann das Ganze fertig hat. Aber wir haben das Ganze eben nachgeschaut und nachdem ihr die Sachen bekommen habt, nachdem ihr den Hut bekommen habt, dauert es tatsächlich nur weitere 5 und ihr habt dann den Doggo als Haustier. Soweit ist es dann also. Ihr braucht insgesamt also, braucht ihr 15 Mal abgeben. 15 Mal abgeben heißt genau 105 Regenbogengold. Damit seid ihr dann fertig mit 105 Regenbogengold. Habt dabei einiges an Pferdeerfahrungen und tatsächlich dann auch Jorvik-Schillinge plus eben Hund und Mütze. Also eigentlich ein paar ganz coole Sachen, wenn man das bedenkt. Wie lange dauert das Ganze, bis ihr das Ganze dann fertig hättet? Bei 105 Sachen und damit auch insgesamt 15 Mal abgeben, habt ihr natürlich im Idealfall das Ganze nach 15, also nach ungefähr so 7, 8 Regenbögen. Also im Normalfall ist es möglich, aber wenn man sagt, man hat vielleicht ein Average von 5, dann wären es 25 Mal sammeln, was ihr benötigt im Durchschnitt. Aber auch wirklich ganz klar, sei hier gesagt, nur, oh mein Gott, im Durchschnitt. Das heißt, bei so, ja, dieser Menge könnt ihr das Ganze an einem Tag machen, wenn man mal überlegt, man ist ja, wenn man von 7 Uhr anfängt, wäre man mit 12 Mal genau so um 19, um 20 Uhr fertig, je nachdem, ob man es wirklich komplett durchzieht. Also wäre das ganze Event an einem Tag machbar, wenn man wirklich von Anfang bis Ende an dem Tag durchzieht. Müsste das dann aber auch machen. Und wenn man so ein Average hat von vielleicht, sagen wir mal, 3 Mal sammeln am Tag, dann bekommt ihr 15 Regenbogengold im Durchschnitt pro Tag und würdet dann genau 10 Tage brauchen. Also wenn ihr jetzt anfangen würdet, müsstet ihr jetzt schon so 3 Stunden, also 3 Mal sammeln, also 1,5 Stunden am Tag sammeln,
um noch an alles ranzukommen. Denn 105 Gold ist immerhin auch nochmal 105 Gold und dauert schon auch so ein bisschen, wenn ihr nicht unbedingt das Glück habt, die ganze Zeit 7 zu bekommen. Dann ist das natürlich nochmal etwas anderes. Aber soweit auch zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr das Ganze noch nicht habt, habt ihr jetzt vielleicht ein wenig mehr Motivation, das Ganze durchzumachen. Wenn euch die Items genau nochmal interessieren, werde ich das als einen der ersten Kommentare direkt unter dem Video anpinnen, wo ihr nochmal genau nachschauen könnt, was die ersten 15 Items sind. Danach bekommt ihr dann erstmal nur noch Futter, bis ihr an eine Cap geratet und an dem Cap dann nur noch ein Futter bekommt pro Abgeben. Also lohnt sich das dann gar nicht mehr, weil am Ende bekommt ihr dann nur noch für die sieben Regenbogengold bekommt ihr dann nur noch ein Heu. So, damit sage ich dann danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja dann auch schon nachher um 6.30 Uhr zum Wartestream. Bis dann, ciao, ciao und dann können wir uns freuen auf den neuen Katja-Part und sehr wahrscheinlich das neue Regenbogen-Set. Bis dann, ciao, ciao.